Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zurück bei Life is Strange. Und wir werden begrüßt mit der Videosequenz, die wir letztes Mal ja schon, den Anfang haben wir letztes Mal schon gesehen, nämlich genau bis Okay, hier. why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird. Und jetzt Do you gucken wir think mal, wie es Max will be weitergeht. pissed we're sitting at her desk? Oh, I'm sure she'll report us to the principal. Like I give a flying fuck. Or she'll run to Mr. Jefferson, like he gives a shit. Like anybody does. What up, Max? Max is Hey, such Warren. A little... I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit down. Maybe I'll we see have you a later. Lot to cover today and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Uh-huh. Maybe it involves a student or a friend. I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge. Oh. Usually, people need something to judge so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. Sehr weise Worte, die er da gesprochen hat. Sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Ist viel Wahres dran. Sehr gut untergebracht hier. Und ja, was es auch wieder gibt, ist was zu lesen. Wer möchte, kann das wieder gerne tun. Ich blätter hier einfach mal weiter. Und was ich mir aber direkt selber angucke, das ist die SMS von Chloe. Mal gucken, was ist, haben wir denn hier neu? Max, der Boss mit der Knarre, heirate mich. Es ist in Oregon nicht erlaubt, aktuell. Mist, übersetze ich das mal einfach, ne? Okay. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Ja, ich weiß, like ich Max zum Caulfield, Beispiel. for example, Ja. who I know can't wait to enter, right? Genau. So, I'm sure wir you read können hier the ein bisschen syllabus malen. like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. What's the problem? It's basic yin and yang. So, was Black haben wir images hier? Are effective precisely. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. Ich wollte gerade sagen, der sieht doch so aus wie unser Lehrer, aber steht hier unten auch drunter, Mark Jefferson ist der Autor. Because of their contrast. Aber das ist natürlich auch wieder typisch. Some crazy shit is going down at the girl's dorm. Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated. Wow. Dismissed. Er ist auf jeden Fall cool drauf, wie er reagiert hat. Uh-oh. Is this for real? It flipped out. I didn't think she was that messed up. Ich habe so eine ganz böse Befürchtung, was da vorne los sein könnte. Yep. Is that up there? Oh no. Is that Kate? Kate! No! Oh god. I have to do something to help her. So, da wollen wir doch mal gucken. She can't die. She can't. Das ist also das Falsche. Not again. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Korrekt. Was können wir denn noch machen? Wow. Keep going, Max. You can do it.
Ach, bewegen wir uns jetzt in der angehaltenen Zeit? Ah, ich verstehe. Okay, die Vögel versperren uns den Weg. Lass mal gucken, wo wir da durchkommen. Also damit habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet, dass wir uns jetzt hier in der angehaltenen Zeit bewegen können. Das ist was völlig Neues. Aber sehr cool. Schauen wir mal, was wir da machen können. Yes. Vor allen Dingen dürfte das gleich interessant werden. Was die anderen denn wohl denken, wie wir das geschafft haben, hier hochzukommen. Sag mal, bilde ich mir das ein oder werden ihre Augen schlimmer? Das Rot um ihre Augen. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Ich glaube, mit dem gut zureden, das haben wir oft genug gemacht. Ich glaube, wir versuchen es mal auf die persönliche Schiene. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. Like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Klar, mach mir Sorgen, ich bin dein Freund oder ich bin immer für dich da. Ich meine, es hat sie ja gemerkt, wir sind ja ans Telefon gegangen. Vielleicht glaubt sie uns das dann eher. I'll always be here for you, Kate. My new motto is friends come first. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Ja. Das ist, weil wir gerade Beweise suchen. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon, then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So I want you to come with me now. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Gute Frage. Was machen wir? Sollen wir sie aufbauen? Also, klar bauen wir sie auf, aber mit allen drei Optionen offensichtlich. Aber wie? Ich glaube, sie sagen, die werden das alle vergessen. Also, dass da noch ganz viele andere sind, das ist eigentlich keine Option. Das hilft ihr nicht wirklich. Entweder jeder vergisst das oder sie soll stark sein. Tja. Ich versuch's mal hiermit. Kate,
This is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. Geschafft. You're my friend. Ooh. Forever. Can we hug on it? No. Nobody cares about me. Nobody. Ihr Vater. Der hat ihr doch so nette, aufmunternde Worte geschrieben, wenn ich mich recht entsinne. Und ich vermute, dass wir den jetzt sagen müssen. Kate, I saw that card from your father. You can count on him. He clearly loves you without question. Dad does care, even though I hurt him. He's the only one I know who believes in me. Sehr gut. Ich glaube, wir haben es geschafft. Jawohl. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Wow, ich muss ehrlich sagen. Mal gucken, wie es weitergeht. I know today was difficult for everybody. But I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Genau. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. Genau, wissen wir. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Yeah. Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Oh Gott. Ja, super. Jetzt muss ich einen von den dreien beschuldigen. Wow, das ist eine richtig gemeine Entscheidung. Also, Jefferson, der hat sie vielleicht zum Weinen gebracht, aber das ist trotzdem immer noch unser Lieblingslehrer und der ist eigentlich auch ganz cool drauf. Und ich glaube, der war sich der Konsequenzen nicht bewusst. David ist der Head of Security, ehemaliger Soldat. Ich glaube, der kann mir später noch sehr von Nutzen sein, wenn er dann wirklich sein Wort hält und wirklich nur die Leute hier beschützen möchte und wirklich, wie ich ja in der letzten Folge sagte, einfach nur ein bisschen übervorsichtig immer ist und deshalb so überreagiert. Nathan, naja, seinen Eltern gehört quasi die Schule und wenn ich gegen den was Negatives sage, wird das auch wieder negativ auf mich zurückfallen. Aber da habe ich auch noch am ehesten Beweise. Was heißt Beweise? Dass Jefferson sie zum Wein gebracht hat, habe ich auch Beweise für. Das wird er garantiert zugeben. Aber das wäre vielleicht auch das kleinste Übel. Aber irgendwie geht mir das gegen Strich. Eigentlich will ich die Wahrheit sagen. Und das war Nathan. Boom. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. You're a liar. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it.
How about we talk about you waving a gun in the girls' bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Nein, ich glaube, der Ausgang könnte ganz gut werden. Das wird auf jeden Fall noch ein Nachspiel haben, so viel ist sicher, weil das wird Nathan und seine Familie nicht so auf sich sitzen lassen. Aber ich bin mit dem Ausgang bisher zufrieden. Ich habe anscheinend... Ja, ich habe aber, glaube ich, zwei neue, die mich unterstützen, nämlich den Head of Security und auch den Lehrer. Und darum werde ich das jetzt unterschreiben. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. Good. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Ich könnte diese Macht haben, aber naja, nicht wirklich. So, wir haben uns auf jeden Fall unseren Feind noch zu einem größeren Feind gemacht, so wir stehen mal fest. I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever! You reached out, she reached out, hugs, tears, applause. Like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one. And a half times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? Oh. The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. Oh. I believe you, Warren. I believe anything this week. Okay. Keep it from living under.
Wo stehen diese Akten? Erfahren wir davon jetzt mehr? Nein. Oder? Doch? Nicht wirklich, aber wir sehen, es gibt auch eine Akte über Kate. Da steht ein bisschen... Waren das Medikamente? Ich weiß es nicht. Ja, das war also Episode 2 Out of Time von Life is Strange. Gerade zum Ende hin fand ich nochmal sehr, sehr tiefgründig auch, also auch wo ein das wohl hinbringen kann, wenn solche Videos über einen auftauchen und da übers Internet verbreitet werden, dieses Gemobbe im Internet. Auf jeden Fall was, worüber man nachdenken kann. Ich hoffe, ihr hattet beim Zusehen auch ein bisschen Spaß, wie ich beim Spielen. Ich finde, es ist immer noch ein unheimlich schönes Spiel. Von dieser ganzen Musikhintermalung und wie es gemalt ist. Das gefällt mir sehr gut. Und worauf ich mich auch freue, das ist jetzt die Auswertung am Ende. Die Episode 2 ist ja schon ein bisschen länger draußen. Ich habe ja, was ist das jetzt? Die 5. Aufnahme? Also 5 Tage draußen. Ja, ich habe ja jeden Tag immer eine aufgenommen. Und ich hoffe, dass da schon ein paar Ergebnisse in den in der Auswertung sind am Ende und wir dann mal uns vergleichen können mit den anderen. Und das werden wir jetzt mal tun. Mal schauen. Okay. Also, wir sollen auf mehr Beweise warten, haben wir gesagt. Da sind wir mit 2/3 konform. Wir haben den Anruf angenommen. 78% haben das gemacht. Fand ich, hätte ich nicht mitgerechnet, dass das so deutlich ist. Hätte ich vielleicht mitgerechnet, dass das ein bisschen knapper gewesen wäre. Wir haben versucht, Frank zu erschießen. Mehr als die Hälfte hat sich dafür entschieden. Wundert mich auch. Hätte ich vielleicht auch damit gerechnet, dass das weniger gewesen wären. Aber gut, vielleicht haben sie es so gemacht wie wir und gesagt haben, okay, wenn kein Schuss sich löst, dann... lassen wir das Ereignis und sonst spulen wir zurück und sagen, wir versuchen ihn nicht zu erschießen. So, Kate retten konnten 62%, wir auch. Aber hier sieht man, es wäre durchaus möglich gewesen anscheinend, dass wir es nicht schaffen. Ich weiß jetzt nicht, wie genau da die Aufteilung gewesen wäre, also wie die Optionen waren, was man da, ja... Ich habe mich ein bisschen verhaspelt, jetzt merkt man vielleicht. Ich weiß nicht genau, wie da die Optionen wären, also ob es immer nur eine Option gab, um sie zu retten, oder ob es da auch mehrere Wege durchgegeben hätte. Und was ich auch ganz interessant finde, 80% haben Nathan die Schuld gegeben, 13% gerade mal David und 7% nur Mr. Jefferson. Also auch ein ganz deutliches Ergebnis. Und da bin ich auch mal gespannt, wie da die Story in dem Fall auch, dann weitergeht. So. Die anderen Ereignisse. Wir haben die Pflanze gegossen. 83% haben das wieder gemacht. Wir haben Alyssa, keine Ahnung, wie man das genau ausspricht, sorry, geholfen. 62%. Wir haben Kates Video weggewischt, haben 95% gemacht. Frag mich, warum die restlichen 5% das nicht gemacht haben, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir waren nett zu Taylor. Na, sehr ausgeglichen, aber ein paar mehr haben das anscheinend so gemacht wie wir auch. Okay, wir haben die Einladung abgelehnt. Das haben gerade mal 22% gemacht, aber... Da muss ich auch dazu sagen, ich habe es irgendwie falsch verstanden und dachte, es wäre ja um jetzt sofort gegangen und wir hätten ja schon eine Verabredung und dann wäre halt das, naja, ganz simpel, wir wollten ja vorher schon wohin und jetzt fragst du uns erst, also haben wir leider schon einen anderen Termin gewesen. Gut, ist jetzt so gelaufen, Pech, schauen wir mal, wie es da weitergeht. So, wir haben die Nachricht geschrieben. Achso, das war da in dieser Bahnhütte, genau, da haben wir dazu geschrieben, dass wir auch da waren. Haben auch etwas mehr als die Hälfte gemacht. You didn't tamper with the rail tracks. 70% und
haben das auch so gemacht, okay. Das ist auch anscheinend, sind wir da auch wieder in der deutlichen Mehrheit. Wir haben es geschafft, auf die Vortex Club Party zu kommen. So wie auch rund die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte. You didn't help Warren. Aha. Wieso haben wir ihm jetzt nicht geholfen? Okay. Haben aber anscheinend 60% knapp so gemacht. Würde mich mal wundern, warum, was wir da hätten anders machen müssen. Ich dachte, wir haben ihm mit dem Experiment geholfen. Hätten wir ihm geholfen, wenn wir das der Lehrerin gesagt hätten, aber wir haben ihm doch gesagt, wir wollen das nicht sagen, oder? Keine Ahnung. Wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir da ja in einer guten Mehrheit aufgehoben. Und wir haben über David mit Mr. Jefferson gesprochen. Das haben auch 86% der anderen Spieler gemacht. Also da scheint sich doch schon eine recht deutliche Gruppe fokussiert zu haben, die da denkt, dass man sowas dem Mr. Jefferson erzählen sollte, was da mit David war. Ja, ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, auch wieder Spaß. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben oder ein Abo sehr freuen, wenn dem so ist. Ich werde auf jeden Fall jetzt darauf warten, dass Episode 3 rauskommt. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen hin. Da fällt mir hier glatt ein Notizzettel runter. Ist natürlich noch ein bisschen hin, bis Episode 3 rauskommt. Ich freue mich aber schon drauf und ich werde es auf jeden Fall auch wieder Let's Playen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.